Also ich habe von meiner Seite her, wir haben ein bisschen diskutiert diese Woche, kaufen, verkaufen, gibt eigentlich keine großen Trends, oder? Es ist eine schwierige Zeit, sehr wahrscheinlich sind alle etwas verhalten. Ich selber habe mich entschieden, Meyer Burger zu kaufen, habe ich schon ein paar Mal angeschaut, weil es Solartechnologie ist und in Europa. Und ich der Meinung bin, dass das kommen sollte wegen der Energiewende, aber jetzt auch zusätzlich wegen den Problemen in autoritären Regimen einzukaufen. Glaube ich, wird man mehr Unabhängigkeit wünschen. Und Meyer Burger habe ich schon mal angeschaut im Oktober und kam dann zum Schluss nicht zu kaufen, weil ich fand, die Bewertung war einfach absolut gesehen zu hoch. Das war 1 Milliarde und ich bin damals davon ausgegangen, dass das ein sehr kompetitiver Markt ist und mit Umsatz von, ich weiß nicht, ob es jetzt 100 oder 200 Millionen sind, also mit einem Bruchteil vom Umsatz fand ich dann einfach die Größenverhältnisse wirklich extrem. Es ist aber so, dass ich mehrmals gehört habe, dass die Technologie von Meyer Burger ziemlich einmalig ist, dass die also wirklich dort wirklich gut ausgerüstet sind, Solarpanels selber herzustellen. Und ich glaube, dass jetzt mit der zusätzlichen Gefahr von Russland diese Energiewende beschleunigt wird, weil man sich bewusst ist, dass man durch Gaseinkauf auch Regime unterstützt, die unter Umständen Probleme machen können. Und ich glaube, gerade Sonnenenergie ist ein wichtiger Pfeiler neben Windenergie, neben Wasserenergie. Und deshalb kann ich mir gut vorstellen, dass ein europäisches Solartechnologieunternehmen jetzt gut aufgestellt ist zu wachsen. Das war meine Überlegung. Leider keine finanziellen Analysen sind denkbar, weil man ist auf so tiefem Niveau von den Finanzkennzahlen im Vergleich zur Marktkapitalisierung, dass man nie das gar nicht miteinander in Verbindung bringen kann. Es kann aber durchaus sein, dass jetzt die Nachfrage nach diesen Produkten sehr stark steigt und dass dann auch die Beliebtheit der Aktie zunimmt. Von dem her habe ich jetzt einfach gefunden, das ist ein Tech-Bet für mich, eine Wette auf eine Technologie und nicht wirklich eine Fundamentalanalyse aufgrund der aktuellen Profitabilität des Unternehmens. Ich habe dann die Aktie gekauft, glaube ich, am Montag. Und habe etwa, glaube ich, für 8.000 oder 9.000 Franken habe ich eine Aktie gekauft bei Meyer Burger. Also im Vergleich zum Portfolio ist es immer noch nicht ein besonders großer Anteil. Bei den Trends, oder wenn es so richtige Trends gibt, oder dann die bekannt sind, die auch diskutiert werden in der Presse, dann ist es schon relativ gefährlich, dort zu investieren. Manchmal ist es auch eine gute Idee, oder der Internettrend, der hat 10 Jahre gehalten oder vielleicht noch länger. Manchmal ist man aber im Biotechnologiebereich in der Schweiz oder im Solartechnologiebereich zu Anfang der Nullerjahre stark auf die Nase gefallen. Also das ist so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert. Ich habe den Eindruck, was momentan passiert, ist nicht wirklich ein Trend, sondern die Sachverhalte haben sich geändert. Also es ist noch nicht richtig Hype oder in diesen Bereich zu investieren. Sprechen noch nicht alle von erneuerbaren Energien. Vor allem natürlich auch jetzt, weil zuerst einmal der Schock verarbeitet werden muss. Gas war ja die Lösung für die Energiewende für eine lange Zeit. Ist man davon ausgegangen, dass man mit einer Erhöhung der Gasenergie CO2, also bessere CO2-Bilanzen kreieren kann. Und das hat jetzt schwuppdiwupp ist das jetzt weg, oder? Das ist von einem Tag auf dem anderen, kann man diese Strategie als westliches Land nicht mehr verfolgen, weil man gleichzeitig damit eine Diktatur finanziert, mit der man wohlmöglich sogar im Krieg steht, oder? Das kann durchaus sein. Also wenn wir da Embargos machen in Westeuropa, dann sind wir de facto Gegner, oder? Also es gibt noch keine Auseinandersetzung mit Waffen, aber wir sind auf der anderen Seite und zwar massiv, so massiv wie noch nie, also seitdem ich mich erinnern kann. Vor dem Eisernen Vorhang gab es auch praktisch keine wirtschaftlichen Verpflichtungen. Also so massiv wie seit 30 Jahren nicht mehr. Und dann bin ich der Meinung, dass man sehr wahrscheinlich in Europa mit diesen zwei, oder jetzt hat man zwei gute Gründe, die Energiewende
voranzutreiben. Da kommt noch der dritte hinzu, dass man sich technologischen Vorsprung damit erarbeiten kann. Das darf man auch nicht vergessen. Also wenn wir in Europa sagen, wir bezahlen jetzt halt mehr für die Energie, aber dafür machen wir sie mit der richtigen Technologie, sind wir technologisch auch weiter, oder? Das ist für uns auch ein technologischer Vorsprung. Also da kommt sehr viel zusammen, wo ich den Eindruck habe, dass das jetzt passieren wird. Ja, ich hoffe es auch, aber eben jetzt gerade bei Meyer Burger wird ja dann entscheidend sein, wie hoch der technologische Vorsprung ist. Und wir haben ja, also gerade Deutschland hat ja durch die Förderung der Solarenergie China subventioniert ohne Ende. Und das hat ja auch dazu geführt hier, dass die populären deutschen Firmen, die sind ja alle untergegangen. Und China ist da Marktführer. Also von daher, das ist schwer. Natürlich jetzt, indem man jetzt auch chinesische Produkte nicht mehr bedingungslos dann einkauft oder zumindest da Alternativen haben möchte, ist da schon eine Chance da. Ja. Also ich habe mich jetzt entschieden, aufgrund dieser Kriegserklärung ein bisschen unabhängiger zu werden vom Gas, weil wir heizen mit Gas. Oder war das eine sehr saubere Sache. Und was ich entschieden habe persönlich für mich, um meine Gasabhängigkeit vom Gas zu reduzieren als Hauseigentümer, habe ich jetzt nicht einfach gesagt, ich setze auf eine andere Technologie, sondern ich habe mehrere Dinge jetzt, die ich anschaue. Also ich mache jetzt nicht Solarzellen, damit ich nur noch mit Solarenergie heizen kann, sondern ich mache einfach ein paar Solarzellen, dass wenn ich wenig Energie habe, dass ich immer noch ein bisschen etwas habe, nicht zuletzt für meinen Tesla, oder? Und dann habe ich aber zusätzlich mir auch gesagt, ich baue auch einen Holzofen, so einen Bio-Holzofen, der darauf ausgerichtet ist, der sieht auch schön aus als Schmiede, aber der darauf ausgerichtet ist, dass man auch damit heizen kann, dass ich also in der Lage bin, eins oder zwei Zimmer warm zu behalten, falls die Energiepreise durch die Decke gehen oder überhaupt Gas rationiert wird. Und der letzte Punkt ist noch eine Wärmepumpe, die ich installieren werde, auch wieder nicht fürs ganze Haus, sondern nur für zwei Räume, die ich im Sommer auch benutzen kann, um zu kühlen, weil ja mittlerweile auch das ein Problem ist, dass unsere Sommer zu heiß werden und man gesundheitlich schauen muss, dass man zumindest in der Nacht wieder abkühlt. Also ich werde jetzt als Hauseigentümer werde ich jetzt investieren in drei Dinge, oder? Solarenergie, einen Holzofen und eine Wärmepumpe, eine Luftwärmepumpe, um mich ein bisschen unabhängiger zu machen. Und da habe ich ganz klar gesagt, oder, das ist dann relativ schnell ist mir klar geworden, keine chinesischen Produkte. Weil ich will nicht abhängig sein von einem autoritären Regime, das unter Umständen auch auf eine schwarze Liste kommt. Das ist nicht auszuschließen. Also wenn China jetzt Taiwan angreift, oder, dann ist es ja auch so, dass enorme westliche Interessen verletzt werden. Und das kann durchaus sein, dass man der Meinung ist, dass man hier auch wieder mit Embargo, mindestens mit wirtschaftlichen Sanktionen arbeiten wird. Und dann kann es unter Umständen sein, dass eine chinesische Technologie nicht mehr gewartet werden kann. Und wenn ich jetzt 20, 30 oder sogar 50% mehr bezahle für Schweizer oder amerikanische Produkte, dann ist das für mich eigentlich nicht so schlimm. Das bezahle ich heute und eben das Geld kann man eh nicht anlegen, weil die Märkte fallen ja nur. Also dann gebe ich halt ein bisschen mehr Geld aus und fühle mich dafür sicherer. Das war meine persönliche Überlegung. So habe ich gehandelt und aufgrund dieser Überlegung habe ich dann Meyer Burger gekauft. Ich habe gedacht, okay, also wenn ich das so für mich mache und plötzlich nicht mehr die billigste oder vielleicht auch die beste Technologie will, sondern eine europäische Technologie, dann könnte es gut sein, dass das andere auch so machen und dann wird die Nachfrage nach europäischen Solartechnologien steigen. Aber es muss nicht Meyer Burger sein. Also was ich vorschlage, wir könnten zum Beispiel schauen, was es da noch für Alternativen gibt, wenn ihr euch das interessiert. Meine Kritik an deinem Kauf war ja die, dass ich gesagt habe, du ignorierst deine eigene Methode. Meyer Burger ist ja bei Obermatt mehr oder weniger die schlechtest bewertete Schweizer Aktie, die es überhaupt in der Schweiz gibt. Und du hast sie trotzdem gekauft. Und jetzt ist es ja so, wenn man diese Hightech-Solarzellen sich anguckt, dann sind ja, wie ich jetzt gelernt habe, die Hauptwettbewerber von Meyer Burger sind ja nicht chinesische Unternehmen, sondern das ist LG und Panasonic und noch ein drittes Unternehmen, aber auch kein chinesisches.
Und wenn du jetzt sagst, bei dir zu Hause aufs Dach tue ich lieber ein Schweizer Unternehmen, ist das ja okay. Aber als Aktie hätte ich jetzt erwartet, du kaufst eine Panasonic, die 100 Value-Punkte hat bei Obermatt und Meyer Burger hat einen Punkt. Absolut, logisch. Absolut. Also ich habe, das war jetzt einfach die Aktie, die mir dort in den Sinn gekommen ist. Man kann auch andere anschauen. Also was ich schon oft gesagt habe oder und auch wieder hier wiederholen möchte, die Obermatt-Methode ist in der Lage, reife Unternehmen, die in einem Wettbewerb stehen mit anderen Unternehmen in kompetitiven Märkten zu beurteilen. Weil dort spielen die Finanzkennzahlen eine Rolle. Sie ist nicht gut im Bereich Technologie. Also die Methode zu verwenden für eine neue Technologie, sei das im Bereich Software, Hardware oder Biotechnologie, kann die Methode wirklich nicht verwendet werden. Da muss man andere Quellen beiziehen. Also das ist auch oft hohe Spekulation über die Zukunft. Also jetzt im Bereich Meyer Burger, was ich machen könnte, ich könnte googeln und schauen, wer empfiehlt das, wer empfiehlt den Kauf, wer empfiehlt den Verkauf. Ich könnte mich auch einloggen bei Refinitiv und schauen, was sagen die dazu. Kann ich machen. Und dann schauen, ob es noch andere Möglichkeiten gibt. Oder ich kann auch bei uns auf der Webseite einfach nach weiteren Firmen in diesem Bereich suchen. Aber das ist sicher nicht eine Aktie, die ich mit unserer Methode anschauen kann. Das ist einfach nicht möglich. Warum? Das ist doch ein altes Unternehmen und die haben jetzt mal ein bisschen eine neue Technologie, aber die kommen doch aus der Solarbranche und sind da schon 20 Jahre aktiv oder so. Das ist doch nichts, keine Rocket Science, was die da machen. Und doch, das ist schon eine Technologiefirma, oder die momentan ziemlich am Anfang steht, die ihr Geschäftsmodell komplett geändert hat. Also vorher war das Geschäftsmodell das, dass sie Schneidemaschinen für andere Solarhersteller gemacht hat. Und das haben sie aufgehört und sie haben dann jetzt mit einer neuen Strategie beschlossen, dass sie selber Solarpanels herstellen möchten in Europa. Ich meine, der CEO, der Herr Erfurt, der kommt ja von der, was war es, SolarWorld oder SMA Solar oder weiß ich was, hat ja bei mehreren Firmen, die insolvent gegangen sind in Deutschland, in der Branche, hat er ja gearbeitet, bevor er zum Meyer Burger gekommen ist. Ich sehe ja da jetzt nichts bahnbrechend Neues. Nein, also das Einzige, also ich sage nicht, es ist eine gute Firma, Uwe. Ich sage nur, man kann sie nicht mit unserer Methode beurteilen. Es kann durchaus eine schlechte Investition sein. Das ist eine schwierige Frage. Ich würde jetzt nie behaupten, das ist die beste Investition im Solarbereich, sondern es ist das Einzige, was ich sage, ist, man kann sie nicht beurteilen mit unserer Methode. Aber die brauchen doch jetzt, wenn sie ihr Geschäftsmodell total neu machen, und das steht ja auch in dem Artikel in The Market, den der Peter Kündig rumgeschickt hat, haben sie ja jetzt einen erheblichen Investitionsbedarf und den haben sie bisher nicht gedeckt, sind mehrere hundert Millionen Franken, die sie benötigen. Und da ist doch die Obermatt-Methode ideal, dass man da die finanzielle Solidität ermittelt. Und da haben sie halt auch einen sehr schlechten Wert. Und das finde ich. Also wie gesagt, ich sage nicht, es ist eine gute Aktie, ich sage nur, man kann sich mit der Obermatt-Methode beurteilen. Also wenn du das Bedürfnis hast, eine Investition zu tätigen und dich finanzieren zu müssen, dann steht das nicht in der Bilanz. Aber ich sehe doch, welche Reserven ich in der Bilanz habe. Aber wenn du jetzt eine Investition, also angenommen, ich möchte heute investieren in einen neuen Markt und ich weiß, ich brauche dafür 1 Milliarde. Das weiß ich. Und jetzt suche ich das Geld, um diese Investition zu tätigen. Zu diesem Zeitpunkt, oder wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, sind Sie daran, das zu suchen, steht die Milliarde noch nicht in den Büchern. Zum Zeitpunkt, wo Sie die Milliarde gefunden haben, steht sie drin als Buchkapital, oder? Und
Und es steht noch kein Gewinn drin, das heißt im Verhältnis und auch noch kein Umsatz, weil es ist ja eine Investition. Also auch dann ist zum Beispiel der Value-Rang noch nicht in der Lage zu sagen, ist das eine gute Investition oder nicht, weil die entsprechenden Erträge sind gar noch nicht realisiert. Das Einzige, was man dort sagen kann, ist ein Vergleich von Buchkapital und Marktkapitalisierung. Das ist sicher möglich, das Markt-Buch-Verhältnis, das ist sicher denkbar. Aber so wie ich dich verstanden habe, ist das ja gar noch nicht der Fall. Oder der NZZ-Artikel hat gesagt, sie suchen das Geld noch. Ja. Aber da ist doch eine Firma wie eine Panasonic solider, die so eine Innovation aus dem freien Cashflow finanzieren kann. Einverstanden. Ich sage nicht, es ist eine gute Investition. Ich sage nur, man kann es nicht mit der OpenMap-Methode analysieren.